Wir melden uns von der Startaufstellung des Moto2-Rennens, wo Fahrer und Ingenieure vor dem Start die letzten Details besprechen. So schaut's aus und somit ein recht herzliches Willkommen hier zu meinem Heimrennen in der Moto2-Klasse am Red Bull Ring. Jo, ich habe es auf die Pole geschafft bei meinem Heimrennen, Gott sei Dank auch mit dem Dascar Racing Team, das nicht das beste Motorrad ist, aber ja, Heimrennen haben wir geschafft. Ich bleibe immer auf derselben K-Stärke jetzt. Mal schauen, ob wir dann, wenn wir auf ein stärkeres Motorrad wechseln, ja, einen dicken noch raufgehen. Das müssen wir uns aber noch anschauen. Und ich würde sagen, wir starten einfach das Rennen, bleiben wir auf weich bei den Reifen, keine Frage. Ja, Miguel Oliveira leider hat das Qualifying verkackt, auch noch ein paar andere Fahrer. Aber sonst die üblichen Verdächtigen. Auch Lorenzo Molassari hat auch schon ein paar Mal vergeigt, das Quali. So, da ist Pecco Bagnaia, Alex Marquez hier. Und Lorenzo kommt auch von hinten, Molassari. Schauen wir uns mal ganz entspannt hier an. Hoffentlich werden hier nicht zu spät. Uiuiui, geht noch. Ah, oh, das ist ein Uiuiui. So weit war ich da noch gar nicht draußen, deswegen habe ich jetzt gar nicht gecheckt, dass da so ein grüner Wurm liegt. Schau mal, Quali haben wir geschafft, die Pole. Okay, da gehen sie irgendwie vom Gas. Schauen wir mal zumindest wieder hier so ein cooles Rennen wie immer schaffen. Lorenzo. Baldassari. Da sind wir Rennen und Quali, so zwei Paar Schuhe. Ich habe da auch im Project Cars im Stream gestern relativ gute Quali hinbekommen. Dann aber trotzdem im Rennen nie konstant die Runden dann abliefern können. Beziehungsweise ich war da die ersten Runden eh hinter Mike. Der ist aber dann irgendwie sukzessive 1, 2 Zehntel mehr schneller geworden. Wie konnte das nicht mitgehen, das Tempo? Alex Marquez, guter Speed hier. Können die anderen noch einmal nachziehen, wenn ich vielleicht der Marquez vorbeigehe, vielleicht können die dann Marke noch mal aufschließen. Speed von Alex Marquez. Das Ganze mal entspannt von hinten anschauen. Also er hat hier Traktionsprobleme oder ich weiß nicht was. Ja, die hinten zwei kommen nicht so ganz nach. Das haben wir gut gemacht, jawohl. Da kommt Alex nicht so gut raus. Jetzt müssen wir das nur noch konstant über die Runden bringen. Sauber erwischt in die Kurve. Ja, die Strecke kenne ich natürlich innen auswendig hier. Heim Grand Prix von mir, Heimspiel. Das ist dann auch nochmal ein Pluspunkt für mich. Die Maschine kenne ich mittlerweile auch schon top und ist schon weiterentwickelt natürlich auch. Ist jetzt irgendwo schade, dass wir dann nächstes Jahr wieder wechseln werden. Mit der entwickelten Maschine hier im nächsten Jahr anzugreifen.
Ich weiß nicht, wie gut sie dann im Endeffekt ist im Vergleich zu den Top-Maschinen, auch wenn wir hier die Maschine komplett durchentwickelt haben, wie sie dann mit der Stärke an und für sich dasteht. Ob sie dann die Top-Team schon angrast oder nicht. Ich meine, im Vergleich dann, wenn ich mit der Mark VDS, wenn ich die natürlich ausbaue, ist klar, dass die dann stärker ist wie die ausgebaute, aber so zur Standardmaschine. Beziehungsweise was fährt die KI? Entwickelt die KI auch weiter oder wie ist das eigentlich? Weiß man gar nicht. Oh, hier sind wir aber sehr schnell unterwegs. Müsste ich mal notieren, 1 Ring könnte man mindestens, weiß ich nicht, 5% oder so raufgeben. Dafür 5% in Quartar wieder runter. Das muss man so merken ein bisschen. Und am besten irgendwo aufschreiben. Dann hat man noch den einen oder anderen Grand Prix, glaube ich. Aber mittlerweile kann man auch hier fahren, weil auch die letzte Schikane halbwegs entschärft worden ist, so wie es ausschaut. Schön kann man jetzt die letzte Schikane wieder hier fahren, wunderbar. Da wollen wir jetzt nicht mal übertreiben, oder? Schauen wir uns mal den Cockpit an kurz. Gewinnungsbedürftig. Man könnte, glaube ich, reinkommen, aber da bin ich jetzt noch aktuell zu langsam im Cockpit. Dass sie bis jetzt immer zu schnell waren, sind sie jetzt gefühlt schon wieder fast ein Ticken zu langsam hier in der Kurve. Das haben sie ein bisschen zu sehr entschärft, man rutscht nicht mehr, okay, das passt. Aber die KI ist dann gefühlt doch eine Spur zu langsam hin und weg raus, leider. Haben sie gefühlt, ich würde mal schauen, wie es bei der Moto spielt, aber meiner Meinung nach hier in der Moto Tour mal eine Spur zu sehr entschärft. Also wie ist den Speed von der KI. Da man selber nicht rutscht, das passt. Hier mit meinen Einstellungen natürlich. Ich weiß nicht, wie es in Slice zum Beispiel ergeht. In einer eigenen Liga. Ich glaube schon mit 120% unterwegs, KI-Stärke, ich mit 85. Obwohl es hier auch höher ginge natürlich. Sechs und zwölf Runden. Das müssen wir erst einmal nach Hause bringen. Ja,
nicht ganz entscheidend Punkt getroffen, deshalb auch hier etwas draußen. Bevor die Cockpit an sich war schon einmal etwas besser. Aber vielleicht muss ich auch erst ein bisschen reinkommen, das kann auch sein. Wow! Irgendwie Replay geht gerade keins. Was zur Hölle war das jetzt? Sind wir die Top 3, haben sich schon mal Top abgesetzt. Da bin ich irgendwie innen aufs Körb gekommen, so blöd. Und dann komplett highsidermäßig abgestiegen. Jetzt fahre ich da innen aufs Körb. Halleluja, Freunde. Das wäre schon eigentlich der Ausfall gewesen, in echt. Müssen wir nochmal eine Aufholjagd starten und schauen, ob wir das innen da dort nicht mehr machen. Eieieiei. Ganz böse Abstieg, ganz böser Abstieg. Am Limit hier. Dann Lorenzo Baldassarri auf der Jagd nach Alex Marquez, glaube ich. Aber da werden wir ihm eventuell noch in die Suppe spucken, weil wir kommen auch noch von hinten. Aufpassen da vorne jetzt bei der Stelle dann. Motor, obwohl ich es voll eingestellt habe auf Schaden, zeigt mir doch gar nichts an, ob die mit kaputt ist oder was oder sonstiges. Den haben wir ganz ungünstig erwischt, glaube ich. Aber hier bin ich aber trotzdem nicht ganz sicher, wenn ich hier nämlich ein bisschen aggressiv unterwegs bin, ob das immer gut geht in der letzten Schikane. Was ist da los? Kommen wir da nicht mehr ran jetzt, oder was? Oh, Benny, das hat wieder verpasst, den Scheitelpunkt. Haben Sie jetzt hier einen Speed schon gefunden? Nein, ich bin ja vor Ort davon gezogen. Einfach halbwegs normal weiterfahren. Ja, hier zum Beispiel habe ich vorher verloren. Jetzt ja, sind wir gut reingekommen, aber ja, Autobeschleunigung noch. Soll mal reinschauen, ob ich da versehentlich wieder irgendwo das, den Rewind, den Rückspuler deaktiviert habe. Ich hätte sowieso nicht in Benutzer, ich wollte nur mehr oder weniger kein Replay, oder? Gibt es Replay hier? Ah doch, ah es gibt ein Replay. Nimmt Wolle nicht, oder was? Okay. Gut zu wissen, da brauchen wir den eh nicht, dann können wir es, wenn wir es nur anschauen wollen, auch direkt auf Replay gehen. Alles klar, im Rennen gibt es einen. Lustig. Ach so, ja, ich darf ja nicht. Wegen der Turner. Da darf ich ja nicht ins Replay, die callen mich ja gleich.
ich habe wieder eine weltweite Sperre, wenn ich da kurz ins Rüppel reingehe. Und da muss ich extrem aufpassen. Da ist aber noch schneller unterwegs auf der Geraden, der Kollege mit seiner... Oder liegt das an der KTM, das kann natürlich auch sein, dass die vielleicht ein Ticken schneller ist, oder an seinem Topmotorrad. Ja, Sky Racing wäre natürlich auch eine Option für die nächste Saison hier. Muss man da überlegen, also alle drei da vorne, Bonds, obwohl wäre der Bonds von der... Die weiß ich nicht, ob die so gut eingestellt sind vom Team her. Mark VDS auf jeden Fall. Muss man noch gut überlegen, welchen Team das wir da fahren. Sky wäre auf jeden Fall geil. Alle drei da vorne. Auf jeden Fall würde ich ein Top-Team haben. Coole ist ja an und für sich, dass wir... Jetzt haben wir ein Top-Speed-Problem, oder? Aber es ist nicht so dramatisch, Gott sei Dank. Ah. Haben wir die Außenlinie genommen. Darf man normalerweise nicht wirklich, aber hier gehen sie auch in echt ein paar Mal raus. So, irgendwie sind sie aber jetzt... gefühlt eine Spur schneller als wie sonst. Weil das war wirklich bald dran an Alex Marquez. Tja, wir sind schon in der vorletzten Runde und so mit einem Sturz, jetzt glaube ich, schließt da schneller auf, aber der Sturz könnte mir den Sieg gekostet haben. Schauen wir mal, zurückspulen können wir momentan eh nicht, also da müssen wir auch nochmal ein Schippchen auf die sichere Variante noch einmal drauflegen, vielleicht ein Ticken. Da haben wir gesagt, wenn wir optimal rauskommen, ja, ich ist aber auch nicht so schlecht gerade gewesen hier. Aber es ist nicht dramatisch. Vielleicht kommt auch nur nicht immer gut raus. Ja, sehr schön vorbei hier bei Lorenzo, außer da bleibt er hart. Wie probieren wir es jetzt? Das Problem ist nur, dass wir zu weit innen sind, aber hier geht es beim Vorgänger, beim 17er wäre das nicht gegangen, da wären wir gestürzt, glaube ich. Das war jetzt ein bisschen riskant. Ich glaube hier in der Kurve. Ja, obwohl ich kann nicht probieren eigentlich. Es wird schwierig, hier noch Alex einzufangen. Deswegen wollte ich hinten vorbei. Ah, und verhaut. Wollte so gut raus, dass ich dann noch gut ins Speed mitnehmen kann, aber es war dann doch einen halben Meter zu spät gebremst, leider. Ja, der Sturz hat uns leider den Sieg gekostet, aber immerhin sind wir noch Platz 2 vorgekommen. Die Stars, das ist soweit also okay. Gratulation an Alex Marquez, der ohne Stürze durchgekommen ist. Ja, eine 30-0 über 1,5 Sekunden schneller von der schnellsten Runde her wie Alex Marquez, obwohl es gefühlt jetzt zum Schluss irgendwie die KI gar nicht mehr so langsam war. Aber wir waren noch immer schneller. Lucona hier auf der 5, ja, Bagnaia 4. Passini noch 6.
Vinales, Isaac Vinales, 7. Corsi, 8. Gute Leistung, Semlosen, 9. nur. Der, glaube ich, sogar in der zweiten Reihe gestanden ist, oder? Im Quali. Ja, vielleicht ist er gestürzt oder irgendwas. Ja, Brad Binder noch 10. nur. Eieiei. Remy Gardner, diesmal 11. Letztens gut dabei vorne. Finati auf die 12 vorgekommen. Da war auch immer hier Schröter. Jon Mir noch auf die 15 vorgefahren. Aber zu wenig. Den ich kennt, ja. So schade, dass der nicht auf Touren kommt. Den wünsche ich es auch irgendwie, dass er vielleicht nächstes Jahr noch durchstarten kann. Oder wie auch immer, ich weiß nicht. So ein gutes Talent und irgendwie kommt der Moto2 nicht zurecht, man weiß es nicht. Miguel Oliveira, das war leider nichts, WM-technisch. Ja, bist du da leider weg vom Fenster. Ja, das war Balassare etwas 200 Punkte und Miguel Oliveira 100, naja, alles klar. Schade, ein möglicher WM-Kandidat haben sie ja den, also Oliveira ist auch sehr krass, dass sie den so schlecht eingestuft haben. Vielleicht fährt er bei euch anders, ich weiß es nicht, aber naja. Baldassare knapp vor Alex Marquez, der wieder ein bisschen was gut gemacht hat, und Bagnaia, der Dreikampf wenigstens. Das ist extrem geil. Und da werden wir im nächsten Jahr mit dabei sein vorne. Ja, hier sind Vierter, weil Passini und Oliveira auch beide hier zu unkonstant hinten unterwegs sind. Auch oft im Qualifying, weiß nicht, so schlecht sind, dass sie da irgendwo ganz hinten landen. Ich weiß nicht, ob das mit Absicht eingestellt ist oder an was das liegt. So, wir kommen hier auf Fahrer 1. Sehr gut. Was bedeutet das jetzt für uns? So wirklich? Es ist zwar bitter, dass daraus kein Sieg wurde. Der zweite Platz bringt ihm aber 20 wertvolle Punkte. Das stimmt. So ist er für die kommenden Rennen immer noch in Schlagdistanz. 20, nicht 18 über Formel 1. Ich bin informiert. Das ist hier gar nicht so krass auch. Ein bisschen anders geregelt anscheinend. So, Marquez vor Dovi und Rossi in der MotoGP. Wunderbar. Anpressdruck, das ist ein Bug. Dann habe ich vorher noch gehabt. Anpressdruck einen Punkt. Wieso kann ich den jetzt nicht auswählen? Achso, haben wir da Bonuspunkte gekriegt? Haben wir mal die Bremskraft drauf und das auch noch dazu, dass wir da bremsentechnisch auch noch mal ein bisschen besser aufgestellt sind. Sehr schön. Wir sind erster Fahrer. Quali-Position 12, Rennplatzierung 10, Meisterschaft 10, schaffen wir. Und beende das Rennen vor deinen Teamkollege. Vor deinen Teamkollege. Gut. Jetzt kommt, ja, mit der Stärke, Freunde, Silverstone, und da, ja, wird schwierig, auch mit den Vorgaben. Vielleicht, da müssen wir schauen, dass wir den P10 irgendwie hinkriegen, da habe ich schon immer wieder meine Probleme gehabt. Aber mal schauen, wie wir reinkommen. Das könnte ein spannender Grand Prix werden auch. Ich sage auf jeden Fall für heute, danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Morgen gesehen, also Donnerstag, muss ich arbeiten, da wird es wohl nur, also am Vortag und am selben Tag immer am Abend gestreamt wird er natürlich, aber Video wird womöglich wird schwierig, da habe ich glaube ich keine Zeit zum Aufnehmen. Freitag jedoch geht es auf jeden Fall wieder mal wie gewohnt dann weiter und Näheres dann erzähle ich euch am Freitag. Ja, gestreamt wird mal generell jetzt auch wieder mehr oder weniger jeden Tag. Bis auf, also die Woche jetzt gesehen, bis auf Freitag, da habe ich Nachtdienst. Sonst eigentlich wieder so jeden Tag. Auch wenn ich am nächsten Tag arbeite, dann nicht so ganz so lang. Aber so generell einmal kurze Info an alle. Und ja, MotoGP wird es wieder übermorgen dann geben, so wie auch MX wahrscheinlich. Ja, das wird ziemlich sicher so sein. Es kann sich immer wieder irgendwas ergeben vielleicht, dass ich irgendwas, keine Ahnung. Aber mal so aktuell mein Plan. Das war's einmal für heute. Ich sage danke und einfach bis zum nächsten Mal voraussichtlich.
übermorgen. Bis dann. Ciao, ciao.